ja, so. Und währenddessen kann ich einfach zeigen, was ich als nächstes vorhabe, also nächstes kaufen möchte. Treuepunkte Shop. Das mache ich mal hier minimieren und Kostüme wollte ich kaufen. Und zwar entweder ein Körperkostüm. Ich musste nochmal schauen, welches von dem. Das ist, glaube ich, Zofenkleidung. Ist nichts für uns. Also für unseren Charakter. Das haben wir schon. So, Seite 2. Ja, das sieht gut aus, aber das hatte ich auch nicht im Kopf. Also das sieht sehr nice aus. Entweder kaufe ich das. Oder das. Nein, Spaß. Oder das. Das würde zu unserem Senji-Outfit, also zu den anderen Senjis passen, ne? Zum Beispiel zu Fina oder zu Aren. Die haben doch ja so solche pompösen Kleidung. Das Kostüme. Ja, oder ich kaufe ein Waffenkostüm. Aber die Waffenkostüme sehen halt nicht spektakulär aus, ne? Hier. Na, sie nicht so spektakulär. Nein, Spaß. Ja. Das ist halt ein schlechtes Beispiel. Das auch. Ja, das auch. Ja, ne? Sehen nicht so, so spektakulär aus. So wie die beiden hier. Ja, das passt halt weniger zu uns. Genau wie das hier. So, ich würde halt gerne das hier kaufen. Das sieht sehr nice aus. So ein Katana. Blitz-Tachi. Oder Taki. Oder, ja. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. So ein Laserschwert. Ja. Ich finde, so ein Laserschwert passt nicht in diese Atmosphäre rein. Diese Spielatmosphäre. Eiskatas. Ja. Boah, das ist auch nicht so beeindruckend. Ja, ich finde das am besten. Ich werde wahrscheinlich das dazu zu dem hier tragen. Ich glaube, ich habe mich spontan entschieden. Ich werde doch dieses Kostüm hier kaufen. Ja, 20.000 jedes Teil, ne? Also 40.000 kann ein bisschen dauern. Ein bisschen vollständig geheilt. Dann geht's weiter. So, und da fällt mir ein, unsere Sandys haben ja auch einfach ein bisschen. Ja. Haben auch ein bisschen gelevelt. Das zeige ich wahrscheinlich nach dem Dungeon oder wenn wir uns das nächste Mal wieder ausruhen müssen. So. Ich oh Mist. War das zu viele? Ich habe noch nie gegen zwei Markus gekämpft. Könnte unser Ende sein. Ja, das ist unser Ende. Eigentlich brauche ich gar nicht weiter zu kämpfen. So, ja. Zwei sind auf jeden Fall zu viel für uns momentan. Also zwei Inabium-Markus. Ja, 14 Sekunden müssen wir noch warten. Währenddessen kann ich auch nichts anderes machen. Vielleicht lasse ich Yuri doch an und nur für den Dungeon hier. Ist ein bisschen leichter, finde ich. Normalerweise bin ich ein bisschen schneller. Aber ja. So. Dann kommt mal ran. Das ist so.
kämpfe gegen den Magus. Gleichzeitig. Okay, die Ultima-Attacke lohnt sich jetzt nicht so wirklich. So. Dann der nächste. Ranrücken hier. Konzentrieren. So, das war der hier. Da vorne sind noch zwei Wachen. Kurz im Prozess oder weißt du was? So. Dann kann ich mehrere auf einmal legen. Der hier, dann der als nächstes. Ja, das sind nur Wachen. Okay, wir sind schon im roten Bereich, aber das müssen wir eigentlich noch schaffen. Glaube ich. Heilung von Pina. So, dann. Was? Wer denn jetzt? Gut. Dann. Was haben wir dann sonst noch so Schönes? Ja, das habe ich euch schon gezeigt. Ach ja, Sandys wollte ich ja zeigen. Unsere Sandys haben auch inzwischen gelevelt. Hier ist Fina auf Level 50. Ich weiß nicht, auf welchem Level sie in der letzten Aufnahme war. Und hier Samuel 41 und Zaro 44. Ich müsste nur mal schauen, wie ich die Skills. Okay, das weiß ich ja schon, aber. Das hier, Senti Evo Steine. Ah, damit doch. Achso, ja. Damit level ich die Skills. Was dann? Das ist Level. Hä? Was mache ich dann mit den Geschenken? Achso, die Geschenke leveln die Attribute. So war es, ja. Okay, wir sind wieder vollständig geheilt. Ja. So. Laute, ne? さあ、早く始めようぜ。
Dann noch hier die restlichen Wachen. Noch ein, ja, ein Magus. Und dann kommen wir zum Endboss. Also wir sind deutlich schneller, ne, als beim letzten Mal. Ja. Oder ja, vielleicht sollte ich jetzt schon gegen den Magus kämpfen. Ich glaube, die 19.000 LP, also Gesundheit, sollten ausreichen. Der Magus. Die Waffe. Da sind noch zwei. Und dann haben wir es soweit alles gesäubert. Ja. Gut, dann heal ich mich mal hier ein bisschen hoch. Hm. 20.000 sollten ausreichen für den Boss. Was? Schaden. Boah, das war das knapp. Mal hätte das locker ausreichen müssen. Wahrscheinlich waren es diese Gnome oder die Wachen, die halt immer so zwischendurch rumgelaufen sind. Die haben uns wahrscheinlich mehrfach erwischt. Ja. Egal, wir haben es dennoch geschafft. Wenn auch sehr knapp. Dann geht's zu den Metropolruinen. Und Aegidius. Der Großvater von Alphonse, Charles und Elisa. Fiona war ja die Mutter. Dann Metropolruinen. Also wir kommen hier raus. Egal, wir müssen hier sowieso hin. Ja, eigentlich müssen wir ja da oben hin, ne? Ich weiß nicht, ob wir die... Unsere Hauptquest ist hier eine Solo-Quest, ne? Und die Tagesquest ist eine Gruppenquest. Ich sollte vielleicht erstmal die Tagesquest machen, also die Solo-Quest. Und dann schauen, ob wir es schaffen. Wir müssten es eigentlich schaffen, also wir haben... sehr stark gelevelt. Apropos Schicksalsreisen.
Wir haben ja ab diesem Punkt hier keine Schicksalsreise gemacht, ne? Das müssen wir dann, wollten wir ja noch nachholen. Und das mache ich mal jetzt. Hier in der Aufnahme. So, ja, hier. Ich fange mal hier an. Ein neues Adventure? Let's check it out. Oder? Warte mal, was ist das? Drachenboot, das habe ich von diesem Dungeon habe ich auch sehr oft im Chat gelesen. Was gibt's denn da so Schönes? Pulsierende Grimoire-Seite. Syntheseformel. Du spürst eine starke Energie. Leider kannst du kein einziges Wort auf dieser Seite lesen. Sammle alle Seiten, um das Geheimnis des Grimoires zu lüften. Item-Synthese mit Rechtsklick öffnen. Gegen 10 Sternpunkte tauschen. Okay. Ach, ist ein Item. Aber was für ein Item ist das denn? Ist es ein Schmuck-Item oder Tabusteller-Beat? Okay. Olivers Emblem. Und Schmuck. Okay. Also das klingt ja schon mal interessant. Wahrscheinlich ist das ein Level 50 Dungeon, ne, wenn ich hier Level 50 Sachen bekomme. Vielleicht machen wir das mal. Irgendwann. Weiß nicht, ob ich das in dieser Aufnahme machen werde. Wo war die Schicksalsreise nochmal? Wo kommen wir überhaupt? Ich glaube hier, ne? Von wo kommen wir denn? Ich glaube weiter, ne? Ich laufe mal hierhin zurück. Ja, mein Orientierungssinn und so. Okay, hier. Eine bekannte Gestalt erscheint vor dir. Du hast ihn wohl in Ödlingen schon einmal getroffen. Ödlingen? Kommt mir nicht so bekannt vor. Sprich mit dem Mann, um zu erfahren, wie es ihm geht. Sprich mit der Person vor dir.